Unser Bibeltext für den heutigen Vortrag finden wir in Matthäus Kapitel 16, die Verse 24 bis 26. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: "Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden." Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wir haben eben gehört, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinen Willen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt? aber sein Leben verliert. Demnach an diesem heutigen Abend soll es gehen um den letzten Aufruf sein Leben, den letzten Aufruf sein ewiges Leben zu retten. Auch wenn es bedeutet, vielleicht einiges aufzugeben, was uns so lieb und teuer geworden ist. Der vollständige Name für diesen heutigen Vortrag lautet Der letzte Aufruf Auszug in letzter Minute. Und der Titel mag seltsam klingen, denn wie es eben angesprochen wurde, im Typus gab es keinen letzten Aufruf. Das verheißene Zeichen war die erste Belagerung. Danach musste die Flucht erfolgen. Und nach der zweiten Belagerung gab es nicht mehr die Möglichkeit zur Flucht. Es wäre zu spät geworden. Und Ellen White sagt uns, kein Christ kam bei dieser zweiten Belagerung ums Leben, weil die Flucht bereits nach der ersten Belagerung erfolgte. Und dennoch stellt sich die logische Frage, die wir jetzt, bevor wir den Typus, diese Miniatur ganz verlassen, stellt sich die logische Frage: Ist es demnach so, dass es mit dem Sonntagsgesetz für niemanden von uns mehr die Möglichkeit gibt, die Städte zu verlassen? Denn diese Möglichkeit bestand im Typus nicht. Und das ist die Frage, der wir uns heute zusammen zuwenden wollen. Ich hoffe, Sie freuen sich drauf. Ja, also, sehr schön. Bevor wir uns diesem Aspekt zuwenden und ihn wirklich beantworten wollen, nach Bibel und Zeugnissen allein darin unseren Grundpfeiler finden wollen, möchte ich zusammen mit euch zuerst fünf Aussagen betrachten, und zwar fünf Aussagen, die scheinbar Ellen White schreibt, diese Aussagen dem Landlebenkonzept total widersprechen. Ihr könnt euch an dies bei diesen fünf Aussagen, die scheinbar widersprüchlich zu dem Licht sind. Was wir bisher betrachtet haben, immer an dem roten Hintergrund betrachten. Roter Hintergrund ist erstmal, hier scheint sie dem bisherigen zu widersprechen. Und wir wollen dann gleich, nachdem wir ein Zitat gelesen haben von ihr, was kritisch scheint, die Auflösung geben. Wie könnte sie das gemeint haben? Dass es dennoch mit unserem Licht, was wir bisher betrachtet haben, harmoniert. Also hier das erste von fünf Zeugnissen. Achten wir auch hier auf das Datum im Jahre 1891. Und hier schreibt sie, um uns herum sind Städte und Dörfer, in denen keine Bemühungen gemacht wurden, um die Seelen zu erreichen. Warum sollten nicht Familien, welche die gegenwärtige Wahrheit kennen, sich in diesen Städten und Dörfern niederlassen? Wie bringen wir diese Aussage in Harmonie mit dem Landlebenkonzept? Ruft sie hier nicht sogar dazu auf, dass wir uns in den Städten niederlassen? Um die gegenwärtige Wahrheit zu verkünden. Wie können wir das in Harmonie bringen? Unser erstes kritisches Zitat und lasst uns gleich die Auflösung geben. Wie könnte sie das gemeint haben? Sie sagt, hier sollten wir uns nicht als Familie in den Städten niederlassen, genau das Umgekehrte von dem, was wir bisher als richtig erkannt haben. Wie können sie das gemeint haben? An anderer Stelle schreibt sie, wenn die USA sich die Macht anmaßen, die Feier des päpstlichen Sonntags gesetzlich zu erzwingen, dann wird es Zeit sein, wen zu verlassen, die großen Städte zu verlassen und sich auch zum Verlassen der kleineren Städte bereit zu halten. Wir hatten dies als progressiv bezeichnet. Das heißt, Gott maßt uns nicht zu viel an, sondern er gibt uns Stückchen für Stückchen, was wir ausleben können. Erst die großen, dann die kleinen. Was kam als letzter Schritt? Die Berge. Demnach das Zeugnis, was wir eben gelesen haben. Wann wurde es geschrieben? Im Jahre 1891. Das heißt, als es Zeichen gegeben wurde im Jahre 1888, wer musste da verlassen werden? Die großen Städte. Laut ihrer Aussage zuerst die großen, dann auch die kleineren. Demnach drei Jahre später, als sie gesagt hatte. Na, lasst euch doch in den Städten nieder für missionarische Zwecke. Muss sie damit welche Städte gemeint haben, wenn sie sich selber nicht widersprechen wollen würde? Die kleinen Städte. Nur so wäre es zu verstehen. Demnach muss sie 1891 ihre Aussage auf die kleinen Städte bezogen haben. Kommen wir nun zu einer zweiten kritischen Aussage. Erkennbar am roten Hintergrund. Viele werden ins Gefängnis kommen, schreibt sie hier, viele aus Städten und Großstädten, um ihr Leben fliehen und viele werden Märtyrer für Christus sein. Wie können wir dieses Zitat verstehen? Spricht sie hier nicht von den verfolgten Gläubigen am Ende der Zeit? Und wir können hier nicht erkennen, dass sie auf dem Land gelebt haben, denn von, von wo fliehen sie direkt in der Zeit der Trübsal? Sie fliehen direkt von den Städten. Anscheinend hatten sie kein Landleben, denn sie schreibt, aus den Städten und Großstädten sind sie um ihr Leben geflohen. Wir würden nach unserem bisherigen Verständnis erwarten, dass sie von wo fliehen? Von den, von den Landarschen. Demnach, wie können wir dieses Zitat in Harmonie bringen? Na, mö möchten wir gleich auflösen? Schauen wir uns das etwas näher an. Sie schreibt an anderer Stelle, Christi Jünger sind seine Stellvertreter auf Erden. Gott will, dass sie sich über das ganze Land in, wie bitte, kleine und große Städte und Dörfer verteilen, wie Lichter in der Finsternis der Welt. Sie sollen Missionare für Gott sein. Wir hatten eben gelesen im zweiten Zitat, viele werden aus den Städten fliehen. Und könnte es nicht sein, dass sie aus den Städten flohen, weil sie in diesen Missionen machten? Denn hier schreibt sie ja, verteilt euch über das ganze Land, verteilt euch über die Städte und Dörfer, zu welchem Zweck? Für die Mission, um, hier steht, Missionare für Gott zu sein. Da stand ja eben nicht, dass sie aus den Städten flohen, in denen sie lebten. Da war gar nicht erwähnt, was sie dort gemacht haben. Könnte es nicht sein, weil es auch unserer Vorstellung entspricht, wie Henoch noch Mission gemacht hat, dass sie auf dem Land gelebt haben, aber in der Stadt waren zur Mission. Und als es kritischer wurde, selbst hier ihre missionarischen Tätigkeiten zurückziehen mussten. Zumal es ja auch offenbart ist, dass wir die Städte besuchen sollen. Und wir hatten bereits beim, beim letzten Vortrag gesehen, dass so auch Mose verkehrte. Mose lebte außerhalb, ist zur Mission, ist um das Volk herauszuholen nach Ägypten gegangen. Und dies war ein Sinnbild für uns, die wir, die Kinder Gottes, die Kinder Israels aus Babylon holen nach siebten Band der Zeugnisse, nach siebten Bibelkommentar-ParDon 984 im Englischen. Ägypten steht für Babylon. Sie mussten da nicht gelebt haben, so wie Mose auch nicht in Ägypten gelebt hat. Dann die dritte kritische Aussage: Errichtet euer Zuhause, wenn möglich, auf dem abgelegenen Land. Das heißt, könnte es sein, dass viele von uns gar nicht die Möglichkeit haben, die Städte zu verlassen? Sonst würde sie doch hier nicht sagen, na wenn möglich, dann sollt ihr es tun. Und könnte es sein, dass daher einige die Städte erst verlassen werden mit dem Sonntagsgesetz, weil sie zuvor die Möglichkeit nicht hatten? Oder wie meint sie das, wenn sie sagt, na wenn möglich, geht auf das Land? Na schauen wir uns das mal näher an. Es heißt hier, begebt euch an einer anderen Stelle, wie bitte, so schnell wie möglich heraus aus den großen Städten. Zuvor hieß es, wenn möglich, hier schreibt sie so schnell wie möglich. Könnte es daher sein, dass sie mit ihrer Aussage eben viel mehr den individuellen richtigen Zeitpunkt meint zum Verlassen der Städte und nicht generell, dass es vielleicht gar nicht möglich ist? Lasst uns hier die Zitate miteinander vergleichen und uns nicht an einem Zitat orientieren, denn dies kann uns in die Irre führen. Kommen wir zu unserem vierten Zitat. Hier schreibt sie, einige müssen, und jetzt kommt's, in den Städten verbleiben, um die letzte Warnungsbotschaft zu geben. Hier sagt sie doch ganz klar, dass einige in der Stadt bleiben müssen, um effektiv missionieren zu können. Wie kommen wir daran vorbei? Und dies scheinbar auch nach dem Sonntagsgesetz. Denn was ergeht nach dem Sonntagsgesetz? Der laute Ruf. Und der ergeht in den Städten. Also mussten sie dort leben bleiben, um effektiv missionieren zu können. Wie ist diese Aussage zu verstehen? Na, lösen wir mal auf und schauen, was sie gemeint haben könnte. Hier schreibt sie, unsere Evangelisten sollten die Städte von den Vororten aus erreichen. Im Englischen steht übrigens nicht unsere Evangelisten, dort steht nur, dass wir die Städte von den Vororten erreichen sollten. Das heißt, dies bezieht sich auf alle, nicht nur auf die Evangelisten. Sie sollten dies von den Vororten tun. Jetzt heißt es weiter, der Bote Gottes sagte, sollen die Städte nicht gewarnt werden? Sie sollten von dem, was über diese Erde kommen wird, gewarnt werden, aber nicht, wie bitte, indem das Volk Gottes in ihnen wohnt, sondern indem es sie besucht. Eben haben wir gelesen, einige müssen in den Städten verbleiben für die letzte Warnungsbotschaft. Und hier sehen wir doch, dass die Mission von außerhalb, von, von den Vororten aus getan werden soll. Und dann schreibt sie weiter. Ja, sie sollen gewarnt werden, aber indem wir sie von den Vororten aus besuchen, und zwar genauso wie es tat, könnte es nicht sein, dass die effektivste Art der Missionsarbeit genau die Mission von den Vororten aus ist, weil wir ein überzeugendes Zeugnis geben, zumal wenn sie schreibt, dass einige in den Städten verbleiben müssen. Dies ja nicht zwangsweise heißt, dass sie dort wohnen, dass sie dort gelebt haben. Sie sagt doch, wir dürfen in ihnen, in den Städten, unseren Einfluss nicht entziehen. Wir müssen diese nicht gleichsetzen, wenn sie dort verblieben sind, dass sie dort gewohnt haben. Wir müssen dort unseren Einfluss weiter darstellen. Sie sagt, dass wenn wir die Städte, sie sagt, dass wir die Städte nicht vergessen dürfen. Und die letzte Warnungsbotschaft, der laute Ruf muss in den Städten gegeben werden. Auch wenn am Ende der Zeit Gottes Volk auf dem Land lebt, na dürfen sie sich dort nicht isolieren, sondern der Bezug, die Einflussnahme in der Stadt muss weiter erhalten bleiben. Können wir diese Zitate nicht so verstehen, unter dem bisherigen Licht, dass wir sie nur besuchen und von außen erreichen sollen? Das heißt, wir haben ja bereits erkannt, dass die Mission kein Grund sein darf, uns am Verlassen der Städte zu hindern. Denn dann dürften wir die Städte nie verlassen, weil wir immer noch Grund, immer Grund zur Mission haben werden. Und die letzte Aussage der fünf. Hier heißt es, in der Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und Dörfern, wurden aber von den Gottlosen verfolgt, welche mit dem Schwert in die Häuser der Heiligen eindrangen. Werden wir vielleicht erst die Flucht ergreifen? wenn sich die Lage in der Zeit der Trübsal zuspitzt, das heißt nach dem Sonntagsgesetz und damit nach welcher Belagerung der zweiten Belagerung. Oder jetzt stellen wir doch mal die Frage, na, wer ist es denn, der selbst nach dem Sonntagsgesetz aus den Städten flieht? Na gucken wir mal zusammen, uns ist doch... So viel Licht gegeben, selbst diese Frage haben wir doch beantworten. Wir wissen noch ganz genau, wann sich welches Ereignis abspielt, demnach wer flieht denn nach dem Sonntagsgesetz. Es heißt hier, und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir ausgehen und, wie bitte, den Sabbat noch völliger verkünden werden. Dies macht die Kirchen und Namensadventisten wütend, weil sie die Sabbat-Wahrheit nicht widerlegen konnten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Zu dieser Zeit sahen alle Auserwählten Gottes klar, dass wir die Wahrheit hatten. Und was taten sie jetzt, weil sie sich uns anschließen? Sie kamen heraus und erduldeten die Verfolgung mit uns. Zuvor haben wir eben gelesen, in der Zeit der Trübsal flohen wir aus den Städten und Dörfern. Könnte es sein, dass es hier um solche geht, die mit dem lauten Ruf... Die Städte verlassen und sich dann mit dem Volk Gottes, die er in den Städten verkündigt haben, aufmachen nach draußen. Weil sie genau hier schreibt, wenn sie die Botschaft vernommen haben, durch den lauten Ruf, werden sie sich anschließen. Und wer sich uns anschließt, was wird er auch nicht mehr tun können in den Städten? Nicht mehr kaufen noch verkaufen. Auch sie werden die Sanktionen spüren. Sie werden dann nicht so unverschämt sein können, in den Städten zu bleiben ist euch bei diesen fünf Zitaten und der Gegenargumentation irgendetwas aufgefallen? Ich denke, uns ist aufgefallen, dass beide Ansichten plausibel klingen. Die erste und auch die zweite, wie ich dann versucht habe dagegen zu argumentieren und mit allein mit der Schrift, mit den Zeugnissen die adäquate Antwort zu geben, wie diese Aussagen gemeint sein können. Das heißt, beide Ansichten, die Flucht vor dem Sonntagsgesetz klingt plausibel. Aber irgendwo klang auch die Flucht nach dem Sonntagsgesetz plausibel. Und woran liegt denn das nun? Das liegt daran, dass wir heute im Adventismus zwei verschiedene Vorstellungen darüber haben. Nach der einen Ansicht erfolgt die Flucht nach dem Sonntagsgesetz. Was kommt? Denn dieses ist ja das Zeichen für uns, die Städte zu verlassen. Und demnach wenden wir die Zitate, in denen sie von der Flucht nach dem Sonntagsgesetz auch tatsächlich schreibt, auf wen an? Und auf uns. Wir sind es, die mit dem Sonntagsgesetz fliehen. Auf der anderen Seite, die zweite Ansicht, erfolgt die Flucht, haben wir doch bereits erkannt, vor dem Sonntagsgesetz. Vor der zweiten Belagerung. Denn die erste Belagerung war das Zeichen. Und demnach wenden wir die Zitate. In denen sie von der Flucht nach dem Sonntagsgesetz schreibt, auf wen an? Nicht auf uns, sondern auf die Herausgerufenen auf Babylon, die ja erst jetzt mit dem lauten Ruf das Licht bekommen. Das heißt, wir verkünden in den Städten, aber leben wie hier noch auf dem Land und dann flohen wir mit ihnen. Warum? Weil sie kein Navi hatten. Oder wie sollen sie sonst die Landarschen finden? Merken wir, dass diese beiden Dinge logisch und plausibel erscheinen. Aber ich denke, wir durften schon durch die anderen Vorträge sehen, in welche Richtung Gott uns hier leiten möchte. Aber beide, und das müssen wir sagen, beide Ansichten sind im Adventismus heute vertreten. Und deswegen haben wir so einen Schwerpunkt drauf gesetzt, bei den ersten Vorträgen den Aspekt mit der ersten und zweiten Belagerung recht zu verstehen. Demnach lasst uns, liebe Geschwister, nicht blind werden für den Plan Gottes. Wir haben bereits erwähnt, wenn wir die Dinge oberflächlich betrachten wollen würden, dann dürften wir niemals Adventisten sein. Denn wenn die Dinge immer so scheinen oder so sind, wie sie auf dem ersten Blick scheinen, müssten wir Wein trinken, wir müssten an ein tausendjähriges Friedensreich glauben, wir müssten den Sonntag halten, noch viele weitere Dinge. Aber wir sind bereits gewohnt bei diesen Dingen, dass wir tiefer graben und die Wahrheit auf einmal erkennen. Und der erste Blick häufig trübt. Wir lesen dazu im 2. Petrus 3, Vers 16. 2. Petrus 3, Vers 16. Hier heißt es, und es geht um die Briefe von Paulus, davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge wie bitte schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Hier spricht Petrus von solchen, die die Briefe und den Inhalt der Briefe verdrehen, weil sie schwer zu verstehen sind. Könnte es gewisse Dinge geben, die nicht so leicht zu verstehen sind, wo wir tiefer graben müssen? Oder denken wir an 2. Timotheus 4, 2. Timotheus. 4, Vers 2 bis 4. Und hier heißt es, Predigt das Wort, steht dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, rohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, wie bitte? Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern... Nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit zuwenden, abwenden und sich den Fabeln zukehren. Warum spricht Paulus und warum spricht Petrus eben von solch einer Zeit, dass gewisse Dinge schwer zu verstehen sind? Und dass wie die heilsame Lehre vielleicht ist, was nicht ganz so angenehm ist, durch eine Wüste zu gehen, wie wir es beim letzten Vortrag gesehen haben, dass einige Dinge, die nicht so angenehm sind, verdreht werden. Oder als letzte Stelle Galater 1, Vers 6. Hier heißt es Galater 1, Vers 6. Und hier spricht Paulus davon. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu wem einem anderen Evangelium. Gott hat eine frohe Botschaft. Gott hat uns Wahrheit gegeben. Lasst uns bei dieser Wahrheit bleiben, auch wenn vielleicht einige, einige Dinge schwer zu verstehen sind. Und Ellen White schreibt darüber, Gott hat uns eine Warnung nach der anderen gesendet, dass unsere Schulen, Druckereien und Sanatorien außerhalb der Stadt errichtet werden sollen. Es soll sich niemand unterstehen, die Gründung großer Unternehmen in den Städten durch die Zeugnisse zu rechtfertigen. Macht nicht das Licht zunichte, welches diesbezüglich gegeben wurde. Wie viele missachten heute genau diese klare Anweisung? Lasst uns nicht das Licht zunichte machen, das uns gegeben wurde. Und an anderer Stelle schreibt sie, die allerletzte Täuschung Satans wird die sein, dass er das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos macht. Und wenn wir dieses Zitat, wir kennen es alle, wenn wir es lesen, dann beziehen wir es typischerweise auf abgefallene Adventisten. Und es heißt weiter, Satan wirkt sehr fantasievoll. Und mit verschiedenen Methoden durch die unterschiedlichen Hilfsmittel daraufhin das Vertrauen des übrig gebliebenen Gottesvolkes zum wahren Zeugnis zu erschüttern. Könnte es sein, dass dies nicht nur auf solche anzuwenden ist, die sich von uns distanziert haben und nun versuchen, unseren wahren adventistischen Glauben zu untergraben und immer mehr Zweifel in die Gemeinde bringen, sondern dass dieses Zitat auch auf solche Dinge anzuwenden ist. Wie wir es eben gesehen haben, dass auch scheinbar aufrichtige Menschen hier in der Lage sind oder in der Gefahr stehen, die Dinge zu verdrehen und damit Verwirrung in die Gemeinde zu bringen? Könnte es sein, dass dieses Zitat auf uns zutrifft? Er wird unechte Visionen produzieren, um Irre zu führen, wird Falsches mit Echtem mischen und auf diese Weise die Leute derart anekeln, dass sie alles, was Vision heißt, als Spielart des Fanatismus abtun. Das heißt, hier steht, er wird Falsches mit echtem Mischen. Das war immer schon Luzifers Ziel. Zu Beginn, als das Sündenproblem auf dieser Welt begann, selbst im Himmel Falsches mit unwahrem Mischen und er verfolgt diesen Plan bis zum Ende der Zeit. Und welchen Erfolg hätte Satan, wenn er genau solches, solche Verkehrtes verkünden lässt, die unser Vertrauen genießen und es vielleicht häufig selber gar nicht mehr besser wissen. Demnach lasst uns diese Zitate im Gesamtkontext verstehen und nicht ein Zitat, was scheinbar dem widerspricht, benutzen, um alles Licht über den Haufen zu werfen. Und dennoch, und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen, dennoch wollen wir uns die Frage stellen, ob es eine flucht aus den städten für sieben adventisten nach dem sonntagsgesetz gibt denn dies war so im typus nicht möglich dieser frage wollen wir uns jetzt zuwenden weil sie uns interessiert was ist mit solchen die es nicht geschafft haben wenn sagen wir mal demnächst das sonntagsgesetz kommt bis dahin zu fliehen was passiert mit ihnen was sagt Gott uns über diese Zeit? Und Gott wäre nicht Gott und Gott wäre nicht allwissend, wenn er uns darüber nicht auch Offenbarungen gibt. Denn der Herr tut wie viel? Nichts, außer er offenbares denn seinen Knechten, den Propheten. Demnach müsste auch diese wichtige Frage beantwortet werden, denn der Typus bietet uns hier nicht viel Hoffnung. Er sagt: Wenn zu spät ist, ist es zu spät. Wer mit dem Sonntagsgesetz nicht raus ist, der es nicht geschafft. Na, schauen wir mal, was hier uns offenbart ist. Neues Kapitel zusammen. Es heißt hier Zeugnisse für Prediger. Wir werden die Behörden veranlassen, unsere Absichten auszuführen. Dann wird der Sabbat, den ich eingesetzt habe, das heißt der falsche Sabbat, der Sonntag, durch die strengen Gesetze eingeschärft werden. Und jetzt kommt's. Solche die es wagen, sie zu missachten, werden aus Städten und Dörfern vertrieben werden und müssen Hunger und Entbehrung erdulden. Hier geht es ganz klar um die Zeit nach dem Sonntagsgesetz, das heißt um die Flucht nach dem Sonntagsgesetz. Und wenn eine Flucht, wie hier scheinbar beschrieben, nach dem Sonntagsgesetz möglich ist, stellt sich die Frage, wer flieht. Und jetzt wollen wir den Vorhang erneut zur Seite tun und schauen, was uns offenbart ist. Wer flieht nach dem Sonntagsgesetz? Denn ich möchte es gleich sagen, es wird Ausnahmen geben. Es wird Siebentagsadventisten geben, die erst nach dem Sonntagsgesetz die Städte verlassen werden. Und es wäre zu einseitig dargestellt, wenn wir diesen Punkt verheimlichen würden. Demnach, wer flieht nach dem Sonntagsgesetz? Nummer 1, Missionare, die aus den Städten vertrieben werden. Denn in Matthäus 10 heißt es, geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, wo ihr aber in einer Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Das heißt, Christus ruft hier auf zum Aufenthalt in den Städten, wofür? Für missionarische Zwecke. Und dann heißt es weiter, und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Das heißt, Ablehnung oder Verfolgung nach diesem Vers wären Gründe, aus einer Stadt zu fliehen. Würde es am Ende Ablehnung oder Verfolgung geben? Natürlich wird es das geben. Trotzdem müssen wir hier sagen, dass die ja nicht zwangsweise in der Stadt gelebt haben, so wie auch die Jünger nicht in der Stadt gelebt haben. Die Jünger bereisten die Städte nur und nach unserem Konzept, würden wir die Städte besuchen, aber nicht dort wohnen. Und trotzdem wäre es eine Ausnahme. Trotzdem würden diese Missionare, die schon auf dem Land vielleicht gelebt haben, nach dem Sonntagsgesetz, wenn die Verfolgung immer mehr aufkommt und sie verdrängt werden, solche sein, die aus der Stadt fliehen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie dort gelebt haben. Wenn wir jetzt aber zur zweiten Ausnahme kommen, kommen wir jetzt das erste Mal zu einer Gruppe von Menschen, zu einer Gruppe von sieben Tagesadventisten, die, aus der Stadt flohen nach dem Sonntagsgesetz, aber wirklich in der Stadt gewohnt haben. Wer wird das sein? Treue Gläubige, die an ungläubige Partner gebunden sind. Ausnahme Nummer zwei. Das heißt, wir kommen nun wirklich zu Adventisten, die in den Städten lebten und erst die jetzt nach dem Sonntagsgesetz, diese verließen. Aber wie kommen wir denn da drauf? Na, betrachten wir mal die Worte von Paulus: Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie entlassen. Er soll sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Das heißt, Paulus rät hier, dass wir unserem ungläubigen Partner nicht verlassen sollen. Aber warum? Na ganz einfach, weil er immer noch durch unseren Einfluss gerettet werden kann. Na wie egoistisch wäre es, wenn ich gläubig bin, mein Partner ist nicht gläubig. Wer ist frei? Mein Partner oder ich? Mein Partner ist frei. Der ungläubige Partner ist frei. Aber ich, wenn ich gläubig bin und einen ungläubigen Partner habe, bin an ihn gebunden. Warum? Weil Gott sieht, dass durch meinen guten Einfluss dieser Partner noch gerettet werden kann. Und demnach rät Paulus hier, ihn nicht zu verlassen. Und wir lesen weiter. Greifen wir diesen Gedanken auf. Wenn die Ehefrau ungläubig ist. Kann der Ehemann sie nicht aus Sicht des Gesetzes Gottes einfach aus diesem Tatbestand her verlassen? Um in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes zu sein, muss er bei ihr bleiben, es sei denn, wer wählt die Trennung? Sie wählt die Trennung von ihm. Er mag Widerstand und Unterdrückung erleiden und mag geplagt sein in vielerlei Hinsicht. Aber er wird Trost und Stärke und Unterstützung von Gott erfahren. Gott weiß, welches los wir haben, wenn unser Partner ungläubig ist. Aber es gibt uns nicht das Recht, ihn zu verlassen, weil Gott die Dinge anders sieht und er sieht das Herz des Partners, welches noch erreicht werden kann durch unseren guten Einfluss. Demnach ist es dann erst recht wichtig, ein christliches Leben zu, zu führen. Und nicht sich auch. Dem hinzugeben, der Entmutigung und zurückzubrüllen, zurückzuschreien, zurückzuwerfen, denn das wird ihn niemals überzeugen. Das heißt, es ist unsere Pflicht, bei dem ungläubigen Partner zu bleiben. Wir sind gebunden, der ungläubige Partner nicht. Du hast falsche Vorstellung von der Ehe. Nur die Entweihung des Ehebetts kann das Ehegelübde brechen oder für nichtig erklären. Wir leben in gefährlichen Zeiten, in denen es keine Sicherheit mehr, außer in festen, unwandelbarem Glauben an Jesus gibt. Es gibt kein Herz, das nicht durch Satans Anschläge Gott entfremdet werden kann, wenn es nicht unter Gebet wacht. Das heißt, der Unglaube unseres Partners gibt uns nicht das Recht, ihn zu verlassen. Und das, was wir hier sehen, ist in Übereinstimmung, was sie hier schreibt, mit den Worten Jesu aus Matthäus 19, Vers 9, wo es heißt, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, wegen Ehebruch und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Das heißt, Ehebruch führt zur Trennung. Mir wurde dann seine Schwiegertochter gezeigt, sie wird in sklavischer Knechtschaft gehalten. Sie sollte daran denken, dass ihre Heirat nicht ihre Persönlichkeit zerstört. Sie unterstellt ihre Anschauungen und ihr Gewissen einem selbstherrlichen, tyrannischen Ehemann. Ist es der Wille des Herrn, dass diese Schwester in diesem Zustand bleiben und Gott auf ihren Dienst verzichten soll? Das ist eine gute Frage. Das heißt, jetzt haben wir doch sicherlich das erste Mal einen Fall, wo wir den ungläubigen Partner verlassen dürfen, weil das ein Tyrann zu Hause ist und wir kaum noch unseren christlichen Glauben ausleben können. Na schauen wir mal, wie sie diesen Sachverhalt einschätzt. Nein, ihre Heirat war eine Irreführung durch den Teufel. Der Teufel ist in der Lage, Menschen zusammenzuführen, die eigentlich nie dafür bestimmt waren, zusammen zu sein. Aber dennoch sollte sie jetzt... Was machen, das Beste daraus machen? Sie sollte ihren Mann zärtlich behandeln und ihn so glücklich machen, wie sie kann, ohne dabei, das ist der entscheidende Punkt, ohne dabei ihr Gewissen zu verletzen. Denn wenn er in seiner Rebellion verharrt, ist diese Welt der ganze Himmel, den er haben wird. Wenn er sich mit dem lauten Ruf nicht entscheidet, den Glauben der Frau zu teilen und mit ihm, mit ihr zu gehen, dann war es der Himmel, den er hatte. Mehr würde er nicht bekommen. Aber ihre Aufgabe wäre es, ihren Glauben auszuleben, ihrem Gewissen, wie sie schreibt, treu zu bleiben, aber den Partner nicht verlassen. Viele waren gebunden gewesen, und jetzt kommt ein wichtiges Zitat, viele waren gebunden gewesen, einige Frauen durch ihre Männer und einige Kinder durch ihre Eltern, es gibt ja noch andere Verklüftungen. Und Zusammenhänge, die Aufrichtigen, die daran verhindert waren, die Wahrheit zu hören, erfassten sie jetzt eifrig. Und sie schreibt weiter, die Furcht vor ihren Verwandten war dahin. Das heißt, hier ist wohl jetzt die Rede von einer Zeit, in der wir auf einmal frei sind von jeglicher Verbindung. Zu wen? Zu unseren ungläubigen Familienangehörigen? und damit auch den ungläubigen partner und welche frage stellt sich jetzt wenn sie die ganze zeit sagt bleibt zusammen bleibt zusammen der gläubige ist gebunden gib dein zeugnis deinem partner und jetzt schreibt sie jetzt waren sie nicht mehr gebunden welche frage stellt sich na auf welche zeit wann bezieht sie das wir lesen vom letzten satz alle furcht vor ihren verwandten war dahin und die Wahrheit ging ihnen über alles. Sie hatten nach der Wahrheit gehungert und gedürstet. Sie war ihnen teuer und köstlicher als sie leben. Ich fragte genau. Elmer hatte auch diese Frage. Na wodurch denn? Ich fragte, wodurch diese große Veränderung bewirkt worden sei. Ein Engel antwortete: Es ist der Spätregen, der laute Ruf. Jetzt ist die Bande gebrochen. Wenn der laute Ruf erging. Und Gott das letzte Mal am Herz des Partners angeklopft hat, aber er sagt, nein, ich möchte nicht, obwohl ich es erkenne, weil das, was du immer schon gesagt hast, erfüllt sich jetzt vor meinen Augen. Ich habe mein Herz verhärtet, ich möchte nicht. Ist der Partner frei? Und was wird der Partner jetzt machen? Er wird die Flucht ergreifen. Denn die Sanktionen gegen die Treuen, der Druck gegen die Treuen nimmt immer mehr zu. Das heißt, der laute Ruf fordert zu einer Entscheidung. Und mit dem lauten Ruf ist die Gnadenzeit für jeden dabei zu enden. Und sie endet ab dem Moment, ab dem derjenige sich entschieden hat. Gott wartet, bis er sich entschieden hat. Erst dann endet die Gnadenzeit und nicht schon zuvor. Denn das wäre gemein. Aber Gott ist gnädig und nicht gemein. Das heißt, wenn der Partner jetzt nicht mitziehen will, ist der andere Partner frei. Denn nun gibt es keine Möglichkeit, den Partner durch meinen Einfluss zu retten. Er hat die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden. Und der Geist Gottes hat Tag und Nacht angeklopft, weil Gottes wichtigstes Ziel die Rettung ist. Auch wenn es bedeutet, dass ich als treuer Partner vielleicht ein paar schwere Stunden hatte, aber die Mühsale auf dieser Welt in den paar Jahren im Vergleich zur Ewigkeit, wo wir vieles vergessen werden, ist nichts, ist kein Vergleich. In Matthäus 12 heißt es, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand über seine Jünger und sprach, seht da meine Mutter und meine Brüder, denn... Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Dieses Zitat wird sich erfüllen. Wo die Bande zu solchen, die den Willen Gottes tun und nun im gleichen Boot wie ich stecken, dass sie immer mehr Druck verspüren, aber Gott sie bewahren wird, wo diese Bande zu meinen Geschwistern stärker sein wird als die Bande, zu meinem leiblichen Blut, wenn sie sich dagegen entschieden haben. Die dritte Ausnahme sind ehemalige Adventisten, die sich vom Glauben abwandten. Denken wir doch, woran denkt ihr, wenn ihr an Adventisten denkt, die viel Licht hatten, es aber nicht geschätzt haben und Gott ihnen den freien Lauf ließ, damit sie mal so ihre Erfahrung in der Welt machen. An welches Gleiches denkt ihr? einen verlorenen Sohn. Wir denken an einen verlorenen Sohn. Könnte dieses Gleiche eine Antwort geben auf solche Adventisten am Ende der Zeit? Der verlorene Sohn packte seine sieben Sachen und reiste in ein fremdes Land und lebte dort was für ein Leben? Ein ausschweifendes Leben. Der Sohn schätzte demnach die Vorzüge nicht, die er bei seinem Vater zu Hause hatte und er suchte sein unabhängiges Leben in der Ferne. Aber was brachte ihn zurück? Was brachte ihn zum Nachdenken und dazu, seine Beine in die Hand zu nehmen und zum Vater zurückzukehren? Das heißt, eine 180-Grad-Wende. Was war es? Es war eine Hungersnot. Es war eine Hungersnot. Es sind die Probleme in dieser Welt. Es ist das, was uns manchmal zum Grübeln bringt, zum Nachdenken bringt, was uns verletzt. Die uns dazu bringen, um 180 Grad zurückzugehen. Denn es wurde eine Hungersnot übers ganze Land zugelassen. Und jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt macht er sich auf zu seinem Vater, den er einst verlassen hat. Und er geht zum Vater. Und was spricht er? Ich habe gesündigt. Das heißt, jetzt hat er, erst jetzt kam dieses Schuldbekenntnis. Und der Vater hat gesagt, so nicht, mein Kleiner. Du gehst wieder zurück zu dem Schweinekrog. Nein, wird er reagiert? Er nahm ihn in den Arm. Er nahm ihn wieder auf. Er hat sofort die Geborgenheit gespürt. Warum? Weil die Liebe des Vaters war nicht zu einem geringen Teil vermindert, als er nicht da war. Die Liebe des Vaters war doch nicht vermindert, nur weil der Sohn keine Liebe gezeigt hat. Sie war unvermindert da. Gott liebte uns noch nach Paulus und Römer, als wir Sünder waren. Das ist der Charakter Gottes, der Vater nahm ihn bereitwillig auf, weil er Tag und Nacht auf dieses Ereignis gewartet hat, dass dieser verlorene Sohn zurückkam. Gott gestattet es, dass Lebensumstände über uns kommen, die uns zur Umkehr bringen. Herr, warum lässt du das zu? Wie kann es sein, dass dieser Tags Adventist solche Probleme in seinem Leben hat. Warum hat er diese Schwierigkeiten? Und mit dem Partner, dem es was passiert. Es kommt nicht immer von Gott. Wir stehen unter Anfechtung. Aber es kann auch sein, dass Gott Dinge zulässt, um uns zum Nachdenken zu bringen, um uns durch eine Schule zu führen, um uns enger zu ihm heranzuführen. Gott gebraucht manchmal dieses Mittel, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Für manche wird die Erfüllung der Ereignisse, von denen sie früher immer nur gehört haben, es sein, welche sie überzeugen. Dieser biblische Glaube ist doch der richtige und sie werden es annehmen. Und genauso wie der verlorene Sohn angenommen wurde in letzter Minute, werden auch sie angenommen werden. So wie sich die Schwierigkeiten um uns verdichten, wird beides Trennung und Einigkeit in unseren Reihen gesehen werden. Die großes Licht und kostbare Vorrechte besaßen, diese aber nicht genutzt haben, werden uns unter diesem oder jenem Vorwand verlassen, Nummer eins, aber andererseits, Nummer zwei, werden, wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns hereinbricht, was passieren? Wir werden gleich sehen, die wahren Schafe, die Stimme des Hirten hören. Das heißt, wir leben in einer Zeit der Sichtung und sie schreibt, der Großteil wird uns verlassen, weil wir nicht das große Licht, die kostbaren Vorrechte geschätzt haben, die uns heute anvertraut wurden. Ich lese vom letzten Satz, andererseits aber werden, wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns hereinbricht, die wahren Schafe, die Stimme des wahren Hirten hören, selbstverleugnende Anstrengungen werden gemacht, die verlorenen zu retten und viele, die sich von der Herde verirrt hatten, werden zurückkommen und dem großen Hirten folgen. Das Volk Gottes wird sich zusammenschließen und dem Feind eine vereinte Front bieten. Das heißt, auf der anderen Seite, die einen trennen sich von uns. Weil jetzt ihr Glaube geprüft wird und das erste Mal sie zeigen müssen, was in ihrem Herzen die ganze Zeit vor sich ging, werden sich trennen. Auf der anderen Seite werden andere, die uns bereits verlassen hatten, aber sich nicht gänzlich von Gott verschlossen hatten, zu uns kommen, weil sie sehen, dass alles, was ich in der Kindheit von meinen Eltern zum Beispiel gehört habe, wo mir mein Vater, meine Mutter am Bett vorgelesen hat, und ich auch Prophetien mal hier und dort gehört habe. Das erfüllt sich vor meinen Augen. Wie konnte ich so irrig sein und diesen Glauben fahren lassen? Und jetzt werden sie gepackt werden. Der Geist Gottes spricht nochmal zu ihren Herzen und sagt, schließ dich dieser Herde an und folge dem Hürden. Und sie werden dem Ruf folgen. Und wie nennen wir diese Zeit? Die einen trennen sich, die anderen schließen sich uns an. Das ist die Zeit der Sichtung. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, sagt Petrus, so wappnet eu auch, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Wer im Fleisch gelitten hat, da draußen mal geschaut hat, was hat die Welt für mich im Angebot? Der hat mit der Sünde abgeschlossen, weil was merkt er? Das, was da draußen mir angeboten wird, ist nicht in der Lage, mir den Frieden zu geben, den mir Gott eigentlich ins Herz gelegt hat. Denn was ist unser, unser Herz gelegt? Die Ewigkeit. Gott hat uns eigentlich dieses natürliche Bedürfnis nach Frieden mit Gott und nach einem ewigen Leben in Harmonie, ohne Krankheit, Leid und Tod, ins Herz gelegt. Und sie werden sich... Nun uns anschließen, sie werden sich dafür entscheiden. Die vierte Ausnahme sind arme Geschwister, die nicht die Möglichkeit besaßen. Denn in Matthäus 8 spricht Jesus zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Nicht wohlhabend zu sein ist kein Zeichen für Gottes Missfallen. Ansonsten wäre ja Jesus der Missfallenste, weil er nicht viel hatte. Aber wir wissen, dass Gott an ihm Wohlgefallen hatte. Umsonst habt ihr es empfangen, heißt es Matthäus 10. Umsonst gibt es auch. Nehmt weder. Silber noch Gold. Das heißt, nach unserem geistlichen Verständnis legen wir keinen Wert auf die Akkumulation von Gütern. Wir würden es lieber der Mission geben, denn dort werden es nicht Motten und Rost sein, die es zerfressen. Nur wenige machen sich klar, wie wichtig es ist, alle Verbindungen, die dem Glaubensleben abträglich sind, so viel wie möglich zu meiden bei der Wahl ihrer Umgebung. Setzen nur wenige das geistliche Gedeihen an die erste Stelle? Und was ist dann der Grund, wenn sie nicht das Geistliche an erste Stelle setzen? Na schauen wir mal, in Scharen strömen Eltern mit ihren Kindern in die Stadt. Warum? Weil sie meinen, ihren Lebensunterhalt dort leichter als auf dem Land zu verdienen. Die Kinder, die, wenn sie nicht gerade in der Schule sind, keine Beschäftigung haben, werden auf der Straße groß es sind gerade davon schreibt sie hier die wirtschaftlichen gründe die viele in die städte treiben anstatt geistliche dinge dem ersten vorzug zu halten müssen sie aber dorthin gehen weil der lebensunterhalt dort für sie leichter bestreitbar ist last keine zeitlichen vorteile die eltern in versuchung bringen die erziehung ihrer kinder zu vernachlässigen wenn irgend möglich, ist es die Pflicht der Eltern, ein Heim für ihre Kinder auf dem Land einzurichten. Die Kinder und die Jugend sollten sorgfältig behütet werden. Sie sollten von den Brutstätten der Bosheit ferngehalten werden, die wo vorhanden sind, in den Städten vorhanden sind. Das heißt... Nicht der Lebensunterhalt, sondern das geistliche Wohl der Kinder sollte Priorität sein. Das ist ein weiterer Hauptgrund, den wir vielleicht bisher noch gar nicht genug betont haben, neben dem Aspekt der Charakterheiligung und dass wir nicht mehr kaufen noch verkaufen können, dass gerade Eltern mit Kindern aufs Land ziehen sollten, weil sie dort eine viel bessere Erziehung und auch Gott viel näher sind. Demnach zeigt ihre Aussage, wenn sie sagt, wenn irgend möglich, dass es vielleicht nicht für jeden mit diesen finanziellen Mitteln möglich sein wird, aufs Land zu ziehen. Gott ist in der Lage, Wunder zu wirken. Und wir dürfen uns auch nicht gleich im Voraus als Ausnahme bestehen, weil unser Konto keine fünfstelligen, fünfstelligen Zahlen aufweist. Gott ist in der Lage Wunder zu tun und werden auch über einige Wunder sprechen, wo sie ganz klar sagt, wie selbst arme Geschwister am Ende der Zeit an ein, an ein Stück Land kommen. Wir dürfen uns nicht schon im Voraus als Ausnahme sehen mit der Rechtfertigung, ja, ich kann sowieso nichts machen. Wir sollten unser Menschenmögliches tun und wenn wir es getan haben, wenn wir auch selber gesehen haben, wir sind nicht der Hinderungsgrund dafür, dass wir nicht rausgekommen sind aufs Land. Dann können wir Frieden haben. Dann wird Gott die Verantwortung übernehmen, nachdem wir ausgeschlossen haben, die Ursache dessen zu sein. In dem Maße, wie die Zeit voranschreitet, muss unser Volk immer mehr die Städte verlassen. Seit Jahren sind wir unterwiesen worden, dass unsere Brüder und Schwestern und besonders Familien mit Kindern planen sollten, wie sich der Weg vor ihnen öffnet, die Städte zu verlassen. Das heißt, eventuell wird es Geschwister geben, die eben bis zum Sonntagsgesetz nicht die Möglichkeit hatten, die Städte zu verlassen. Und was werden sie jetzt machen? Na, sie werden sich, um durch die kleine Zeit der Trübsal zu kommen, einer der Landarschen anschließen. Das ist es, worauf sie hinweist. Und sie schreibt weiter an gleicher Stelle, viele werden schwer daran arbeiten müssen, um den Weg öffnen zu helfen. Lasst uns nicht in Liturgie verfallen. Das kriege ich sowieso nicht hin. Mit Gott sind viele Dinge möglich. Aber bis es ihnen möglich ist zu gehen, sollten sie so lange sie bleiben, die tätigsten im Missionswerk sein, wie sehr ihr Wirken auch begrenzt sein mag. Das heißt, wenn wir noch für eine gewisse Zeit in der Stadt sind, weil der Herr noch nicht die Türen geöffnet hat, dann sollten wir die Zeit auskaufen, denn es ist böse Zeit. Die fünfte und letzte Ausnahme, Gottes Volk in den babylonischen Kirchen. Auch sie werden, viele von ihnen werden nach dem Sonntagsgesetz erst fliehen. Es gibt heute gläubige, aufrichtige Menschen, die nur eine schwache Ahnung haben von dem, was bald passiert. Aber wenn der laute Ruf ergeht, wir haben es bei den letzten Ereignissen der Abfolge gesehen, wenn der laute Ruf ergeht und sie aus Babylon herausgerufen werden, erhalten sie volles Licht und werden sie auf unsere Seite schlagen. Denn sie schreibt, bald werden sich mehr als tausend Menschen an einem Tag bekehren, wovon die meisten ihre ersten Erkenntnisse auf das Lesen unseres Schrifttums und auch anderer Medien zurückführen können. Das heißt, heute werden die Grundlagen für die Auswirkungen des lauten Rufs gelegt. Wann wurde die Grundlage für die Auswirkungen der vielen Bekehrten zu Pfingsten gelegt? Vor dem Kreuz. Vor dem Kreuz die Verkündigung Jesu und durch die Jünger war die Grundlage dafür, als jetzt der Frühring, als jetzt Pfingsten. Geschah, dass viele sich auf ihre Seite geschlagen haben. Auch heute legen wir das Fundament dafür, für die vielen Bekehrten, die mit dem Spätregen sich auf unsere Seite schließen, auch wenn sie es heute noch belächeln mögen. Es heißt, unsere missionarischen Tätigkeiten sind ja so wenig fruchtbringend, aber wie gesagt, viele werden sich erst dann entscheiden, wenn sich die Ereignisse vor ihnen erfüllen. Wenn die Zeit kommt, da sie mit größter Kraft verbreitet werden soll, wird der Herr durch demütige Werkzeuge wirken, die Sünden Babylons werden offenbar werden, durch diese ernsten Warnungen wird das Volk aufgerüttelt, Tausende und Abertausende, die noch nie solche Worte gehört haben, lauschen diesen Warnungen, mit Verwunderung hören sie das Zeugnis, dass Babylon die infolge seiner Irrtümer und Sünden gefallene Kirche ist. Das heißt, Tausende werden sich uns anschließen und diese waren aber wozu nicht in der Lage. Sie waren nicht in der Lage zu einer Vorbereitung. Es das heißt, weit an der gleichen Stelle, die Geistlichen werden mit beinahe übermenschlichen Anstrengungen das Licht zu verschließen suchen damit es nicht auf ihre Herde scheine. Vor Gericht geführt werden sie die Wahrheit eindeutig rechtfertigen und manche Zuhörer werden sich entschließen, alle Gebote Gottes zu halten, so werden Tausende von Menschen das Licht sehen, die es sonst nie geschaut hätten. Selbst diese Menschen in den oberen Stockwerken dieser Welt, auf dem Zenit ihrer Karriere, wird Gott ansprechen, die vielleicht nie ein Missionar auf der Straße getroffen hätten. Viele hatten selbst nicht die Möglichkeit, die Wahrheit zu vernehmen. Sie haben die Wahrheit nie gehört, aber Gott geht ihnen nach. Wenn die Gemeinden stark sein wollen, müssen sie die Wahrheit ausleben, die Gott ihnen gegeben hat. Der Einfluss dieser älteren Geschwister wird jene, die neu zum Glauben kommen, durchsäuern. Der Herr kann heute nicht wirken, um viele Seelen zur Wahrheit zu bringen, weil es Gemeindeglieder gibt, die nie bekehrt waren oder rückfällig geworden sind. Welchen Einfluss würden diese unbekehrten Glieder auf die Neubekehrten ausüben? Würden sie die göttliche Botschaft, die sein Volk tragen soll, nicht wirkungslos machen. Das heißt, uns wird hier sogar offenbart, warum erst am Ende Gott sie zu uns führt. Denn Gott wäre doch in seiner Allmacht in der Lage, selbst heute durch unsere missionarischen Tätigkeiten viel in unsere Gemeinde zu bringen. Aber sie schreibt hier, die Unbekehrten sind der Grund, warum Gott so viele suchende Seelen zurückhält. Denn sie haben große Erwartungen. Und wenn sie eventuell kommen würden, würden sie enttäuscht. Warum? weil sie es noch nicht gelernt haben, allein auf Gott zu schauen und nicht auf Menschen. Und Gott möchte sie davor bewahren, weil sie vielleicht eine Enttäuschung durchleben würden, eine Erfahrung machen würden, von der sie sich nie erholen würden. Und deswegen wartet Gott, bis seine Gemeinde in der Lage ist, ein gutes Zeugnis zu geben. Sie schreibt hier, im großen Kampf, da das von verschiedenen Herrschern der Christenheit erlassene Gesetz gegen die Gläubigen, die Gottes Gebote halten, diesen den Schutz der Regierung entzieht und sie denen ausliefert, die ihren Untergang wollen, wird Gottes Volk aus den Städten und Dörfern fliehen, sich in Gruppen sammeln und an den ödesten und einsamsten Orten wohnen. Viele werden in bergfesten Zuflucht finden. Wir erfahren aus diesem Zitat nicht, ob die Gläubigen, von denen hier die Rede ist, die aus den Städten und Dörfern flohen, in diesen lebten oder nur besuchten. Aber zumindest fliehen sie wohin? Was erfahren wir? Sie fliehen direkt wohin? In die Berge. Das heißt, hier scheint es um eine Zeit zu gehen, in welcher Zeit werden die Berge unsere Zufluchtsstätte sein. Wir hatten eben gesehen zuerst die Landarschen. Und die Flucht aus den Städten direkt auf die Landarchen. Aber jetzt scheinen wir hier ein weiteres Kapitel aufzumachen, bevor wir das Thema heute schließen können, wo eine Flucht direkt in die Berge erfolgt. Und was ist geschehen, wenn es hier direkt in die Berge geht? Welcher Erlass wurde bereits durchgebracht? Der Todeserlass, der Todeserlass. Wenn es Sonntagsgesetz wäre, dann wären es die Landarchen. Jetzt aber wenn es direkt in die Berge geht, muss bereits der Todeserlass erfolgen, weil jetzt können mich, wenn es um mein Leben geht, nur noch Wer bewahren? Gott, Gott durch seine Engel. Demnach scheint es hier um eine Flucht nicht nur nach dem Sonntagsgesetz, haben wir gerade eben gesehen, sondern selbst nach dem Todeserlass zu gehen. Wer flieht hier? Auch diese Frage stellen wir uns erneut, wer flieht? Nach dem Todeserlass, und zwar jetzt nicht in die Landarschen, sondern direkt in die Berge. Das ist schnell abzuhandeln. Nummer eins, das Volk Gottes, welches den lauten Ruf gibt. Aber wie kann das sein? Na, das müssen wir etwas näher betrachten. Denn woran werden Gottes Volk, welches den lauten Ruf in den Städten gibt, merken, dass die Gnadenzeit vorbei ist? Wird es Ihnen offenbart von der Stimme im Himmel? Merken Sie in irgendeinem Ereignis, weil ein Donner kommt, jetzt ist es Schluss, ja oder nein? Nein, Sie werden es nicht merken. Wenn die Gnadenzeit endet, wird keiner, kein Sterblicher, auf dieser Welt, es wissen in der Stunde, wo die Gnadenzeit endete. Aber woran werden Sie es merken, dass sie bereits geendet hat an der ersten Plage? Offenbarung 16, 1 und 2 an dem bösen und schmerzhaften Geschwür. Denn wenn die Plagen kommen, ist die Gnadenzeit bereits vorbei. Demnach, wir lesen in Matthäus 24, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde der Herr kommt, darum seid doch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir werden gleich sehen an ihrem Zitat, dass sie das auf die Gnadenzeit bezieht, nicht nur auf die Wiederkunft Jesu. Und hier heißt es, wenn die Gnadenzeit endet, so geschieht dies plötzlich und unerwartet zu einer Zeit, wenn wir es am wenigsten erwarten. Aber wir können heute einen sauberen Bericht im Himmel haben und wissen, dass Gott uns annimmt. Und schließlich, wenn wir treu sind, werden wir ins Reich Gottes versammelt werden. Das heißt, der Tag der Wiederkunft wird uns, kurz bevor es soweit ist, durch die Stimme Gottes offenbart. Das wissen wir als Adventisten. Und die Welt vernimmt diese Stimme als als Donner, aber das Ende der Gnadenzeit wird uns nicht offenbart, wenn es soweit ist. Denn diese ernste Tatsache, dass der Tag des Herrn plötzlich und unerwartet kommen wird, gilt nicht nur den Menschen in der Welt, sondern auch wen unseren eigenen Gemeinden ebenso. Selbst die Gemeinde wird den Zeitpunkt nicht kennen zu der das Schicksal eines jeden Menschen entschieden ist. So werden auch die Bewohner der Erde nicht wissen, wann die unwiderrufliche Entscheidung im Heiligtum ausgesprochen und das Schicksal der Welt auf ewig bestimmt worden ist. Das heißt, beide Gemeinde und Welt nehmen davon keine Notiz. Die Gerechten und Gottlosen werden dann noch in ihren sterblichen Zustand auf Erden leben, Sie werden pflanzen, wie bitte? Sie werden pflanzen und bauen und essen und trinken und nicht wissen, dass die endgültige, unwiderrufliche Entscheidung im himmlischen Heiligtum bereits gefallen ist. Und dieser Tag wird kommen, wo wir es nicht wissen, dass das Schicksal eines jeden Menschen entschieden ist. Denn still, unbeachtet, wie ein Dieb, um Mitternacht, und jetzt bezieht sich auf Matthäus 24, was ich eben zitiert habe, wie ein Dieb um Mitternacht, wird die entscheidungsvolle Stunde kommen, in der sich das Schicksal jedes Menschen erfüllen und die den sündigen Menschen angebotene göttliche Gnade auf immer entzogen wird. Und jetzt, hatten wir bereits gelesen, sagt er, bleibt so, wie ihr seid, denn ihr habt euch entschieden, ich kann nicht mehr tun. Das heißt Matthäus 24, bezieht sich auf das Ende der Gnadenzeit in den Versen 42 bis 44. Von daher bedarf es jetzt auch keiner Verkündigung mehr. Der laute Ruf ist zu Ende, aber das werden die Gläubigen nicht unmittelbar erfahren. Denn sobald die dritte Engelsbotschaft abgeschlossen ist, Gottes Volk den Spätregen empfangen hat, wir sehen hier eine schöne Reihenfolge, den Spätring empfangen hat, die letzte Prüfung über die Welt gegangen ist und alle, die gegen die göttlichen Vorschriften treu gewesen sind, das Siegel empfangen haben, dann beendet Jesus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Jeder Fall ist zum Leben oder zum Tod entschieden worden. Das heißt, die Gnadenzeit endet dann, wenn der letzte Unentschlossene sich auch entschieden hat. Ich sah, dass die vier Engel, die vier Winde hielten, bis Jesus sein Werk im Heiligtum getan hat. Und dann werden die sieben letzten Plagen kommen. Das an der ersten Plage wird Gottes Volk Notiz nehmen, jetzt muss es vorbei sein. Jetzt muss es so sein, dass unsere missionarischen Tätigkeiten, unser missionarisches Wirken in den Städten keinen Sinn mehr macht. Warum? Weil sich bereits jeder entschieden hat. Und deswegen sagt Gott jetzt, jetzt ist es vorbei. <laughs> Pardon, deswegen sagt Gott jetzt ist es vorbei. Und demnach, was werden Sie jetzt machen, nachdem Sie zuvor noch in den Städten bis aufs Letzte missioniert haben, um den letzten noch mit auf Ihre Seite zu holen? Den letzten Unentschlossen, der sich vielleicht in der letzten Minute entscheidet, dann versiegelt wird und als Belohnung dafür... Ein ewiges Leben erhält. Das müssen wir uns mal vorstellen. In der letzten Minute entschieden, Gott wird ihn nicht zurückweisen, weiche von mir, du Übeltäter. Er wird ihn annehmen, weil er überaus bereit ist zur Rettung. Und er wird jetzt das ewige Leben haben. In der letzten Minute gerettet und wird fünf Milliarden Jahre leben. Nein, zehn Milliarden Jahre. Nein, 30 Trillionen Jahre. Es gibt keine Beschreibung für das ewige Leben. Er hat sich in der letzten Minute entschieden und sein Leben, wofür er sich entschieden hat, weil er bereit war, wie bei der Anfangsvers, sein bisheriges Leben aufzugeben, wird bis in alle Ewigkeit gehen. Das ist die Gnade Gottes. Und was werden, wenn die erste Plage jetzt aber kommt und der Letzte sich entschieden hat, die Missionare der Stadt machen, nachdem sie den Letzten noch mitgenommen haben. Sie werden ihre Bemühungen aufgeben, weil sie wissen, jetzt ist es, zu spät. Und was werden sie jetzt machen? Aus den Städten und zwar nach dem Sonntagsgesetz, nach dem Ende der Gnadenzeit, in die Berge fliehen. Warum? Weil als nächstes im Zuge der sieben Plagen der Todesallass kommt. Die zweite Ausnahme sind treue Gläubige, erneut die an ungläubige Partner gebunden waren. Das können wir jetzt kurz durchgehen. Das heißt, die weiteren Ausnahmen sind die anderen bereits beschriebenen individuellen Lebenssituationen. Warum gerade erneut treue Gläubige? Warum ergreifen manche von ihnen nicht mit dem Sonntagsgesetz, wie wir es eben betrachtet haben, sondern erst nach dem Ende der Gnadenzeit und damit eventuell auch mit dem Todeserlass erst die Flucht? Na, ganz einfach, weil der Partner ihnen noch beigestanden hat während der Gnadenzeit. Sie durch diesen Partner mit dem Lebensnotwendigen versorgt wurden. Aber nun, da die Gnadenzeit abgelaufen ist und immer mehr man auch versucht, an ihr Leben zu gehen und Sie wissen, irgendwann wird die Konsequenz sein, die Todesandrohung, fliehen Sie nun direkt in die Berge, weil die Verfolgung schon so stark ist, sich selbst auf die Landarschen ausgedehnt hat, dass es direkt in die Berge geht und Gott sie direkt von hier versorgen wird. Dann auch die ehemaligen Adventisten, die sich vom Glauben abwandten. Warum ergreifen sie erst jetzt mit dem Todeserlass und nicht schon mit dem Sonntagsgesetz die Flucht? Auch sie wurden teilweise von ungläubigen Partnern versorgt, mit denen sie zusammen waren, mit denen sie sich zusammengeschlossen haben, als sie in der Welt waren. Sie hatten auch ihre Gärten in den Siedlungen. Oder wurden mit dem Lebensnotwendigen von den Landarschen versorgt, weil sie schon wussten, er hat sich bekehrt, aber er bleibt noch beim Partner, er kommt nicht zu uns. Doch nun unter Todesandrohung müssen sie direkt in die Berge fliehen. Dann die armen Geschwister, die nicht die Möglichkeit hatten. Warum ergreifen auch sie erst jetzt oder zumindest einige von ihnen erst jetzt die Flucht? Na, auch sie ernährten sich über kleine Gärten in ihren Siedlungen oder wurden über die Landarschen in der Nähe versorgt. Denn die Missionare gingen ja noch bis vor kurzem in die Städte und konnten sie versorgen. Aber jetzt unter Todesandrohung, die Missionare kommen nicht mehr, der laute Ruf ist ergangen, werden sie die Städte verlassen müssen und direkt in die Berge gehen. Und Gottes Volk in den babylonischen Kirchen. Auch hier werden einige erst mit dem Todeserlass fliehen, und zwar aus den bereits erwähnten Gründen. Auch das trifft für sie zu. Ungläubiger Partner, von den Landarschen ernährt, oder sie hatten ihren eigenen kleinen Garten, mit dem sie sich über Wasser halten konnten. Demnach fordert uns Gott zur Initiative auf, die Familie, die wartet. Bis sich jede Frage beantwortet und jede Tür geöffnet hat, wird niemals vorwärts gehen. Gott wird anfangen, Türen zu öffnen. Wann öffnet er die Türen? Sobald wir beginnen loszulaufen. Wie kannst du erfahren, was Gott für dich bereitet hat, wenn du nicht um dich schaust? Das heißt, wir sollten alles uns Erdenkliche tun, die Städte zu verlassen. Und wenn wir dies getan haben und selber nicht der Hinderungsgrund sind, dann können wir Frieden mit Gott haben. Wir sollten im Glauben vorangehen, aber auch hier der Vollständigkeit halber, muss ich sagen, nicht in Vermessenheit. Wenn Gott bisher solch große Wunder nicht gewirkt hat, wieso erwarten wir dann, wenn wir jetzt aufs Land gehen, dass uns hier auf einmal über ein Wunder ernährt, wie die Arbeit kündigen können. Gott schon, wird schon irgendwie für die Pacht sorgen, für die Grundsteuer, Gott wird schon gutes Wasser bereiten, obwohl ich hier eigentlich kein gutes Wasser habe, eigentlich habe ich keinen Südtank, aber Gott wird mir schon Sonne geben. So wird Gott nicht wirken. Wir müssen schon menschlich auch trotzdem vorgehen. Und es muss, wenn wir es einem Bruder, einer Schwester sagen, unsere Pläne erzählen, muss der das abnicken können. Wenn er aber sagt, na, das geht doch aber alles nicht, dann sollten wir berechtigte Zweifel haben. Im Glauben vorangehen heißt nicht, all unsere Logik, unseren Verstand überhaufen werfen. Im Glauben vorangehen heißt, wenn sich eine Tür öffnet. Diese Tür einzutreten wäre falsch. Diese Tür zu begehen mit Gottes Hilfe und zu schauen, ob sich nach dem ersten Schritt auch der zweite Schritt auftut und ein weiterer Schritt, aber niemals in Vermessenheit. Demnach geht es hier um Initiative. Lasst uns nicht untätig sein, heißt es demnach hier. Bald wird es in den Städten solchen Streit und solche Verwirrung geben, dass man sie nicht mehr verlassen kann, selbst wenn man wollte. Und es ist schon bezeichnend, dass im Typus alle jüdischen Christen die Stadt verlassen konnten. Gott möchte dadurch unseren Glauben stärken. Und zur zweiten Belagerung wagte im Typus keiner, kein aufrichtiger jüdischer Christ die Flucht. Denach sollten auch wir planen, zuvor mit Gottes Hilfe die Stadt verlassen. Die Bosheit in unseren Großstädten nimmt zu. Und es zeigt sich immer mehr, dass... Diejenigen, die, und hier kommt ein entscheidender Punkt, dass diejenigen, die unnötigerweise dort wohnen bleiben, sich ernster Gefahr für ihr Seelenheil aussetzen. Und das ist der wesentliche Punkt. Wir sollten versuchen, heute dem Licht entsprechend zu leben, denn wenn wir wie Lot zu träge sind, der Warnung zu gehorchen, was können wir dann noch erwarten? Bei Lot war es nicht, dass der Herr nicht etwa die Tür geöffnet hätte, der Herr zog ihn sogar schon heraus mit seinen Gesandten, mit seinen Boten, und er wollte dennoch nicht. Sondern wir sollten erste Schritte gehen, und es sollte nicht an unserer Trägheit liegen, dass sich keine Tür aufgetan hat. Wenn die Menschen keine besonderen Anstrengungen machen, nach Gottes Willen zu leben, wie kann er dann mit ihnen zusammenwirken? und hier heißt es lasst uns unser Teil tun. Gott wird uns keine Vision geben, um uns ein Stück Land zu zeigen, das er für uns vorgesehen hat, sondern wie wirkt er? Er wirkt durch die Vorsehung. Wir gehen einen Schritt und sehen, hier tut sich alles auf, das soll's wohl sein. Die finanziellen Mittel kommen hinein. Demjenigen, dem das Stück Land gehört, geht mit dem Preis noch etwas runter. Es fügt sich alles. Die Familie einigt sich in diesem Punkt. Gott wird diesbezüglich Wunder wirken. Demnach lasst uns nicht träge sein. Lasst uns erste Schritte gehen. Gebet und Arbeit, Arbeit und Gebet müssen unser Leben bestimmen. Betet so, als ob Erfolg und Ehre allein Gott gebührten und arbeitet so. Als ruhte die ganze Pflicht auf den Schultern Gottes. Als ruhte die ganze Pflicht allein auf unseren Schultern. Wir müssen vorangehen. Denken wir, es ist doch nicht das erste Mal, dass Gott uns hier am Ende der Zeit dazu auffordert, im Glauben voranzugehen. Das war doch die ganzen letzten Jahrtausende bereits. Und woran denkt denn welche biblische Geschichte, wo sie im Glauben einen Schritt hinein... In etwas tun mussten, was dem Fuß erstmal unangenehm ist, kalt und nicht sehr schön, dann geht so ein kühles Gefühl durch den Körper. Wir denken an Josua und wir denken an den Jordan. Josua wurde nicht offenbart, wie Gottes Wunder wirkt. Josua wurde nur offenbart, geh voran, geh durch den Jordan. Er wusste nicht, dass Gott einen Wall aufrichten wird, einige Meter oberhalb des Flusses und er trockenen Fußes durchgehen konnte. Ihm wurde nur gesagt, geh den Weg. Und er musste den ersten Schritt im Glauben tun, denn der erste Schritt verhieß nicht viel. Der erste Schritt musste dazu führen, dass er ordentlich nass wird. Aber nein, Gott hat es bewahrt, weil er bereit war, im Glauben voranzugehen. Er wusste nicht genau, wie es Gott macht, aber wo wir keinen Weg mehr sehen, sieht Gott noch wie viele Wege? Tausend Wege. Er sieht selbst hunderttausend Wege. Aber weil ab einer bestimmten Zahl wir diese Zahl nicht mehr begreifen, bietet er uns einfach zum Essen an die Zahl tausend. Schon darin haben wir zu knabbern. Der Herr hilft denjenigen, die sich bemühen, sich selbst zu helfen. Gott fordert uns hier auf zur Initiative. Auch die judäischen Christen wussten nicht, wie sie es anstellen sollten. Dieser Jesus Christus sagt, verlasst die Stadt bei der Belagerung. Erst als sie dies getan haben und die Belagerung zurückging und die Schritte gegangen sind, jetzt macht es für sie Sinn. Im Nachhinein ist es immer leicht zu sehen, welchen Weg uns Gott führte. Aber im Voraus, weil Gott häufig in letzter Minute antwortet, uns auch nicht alles offenbart, was wir vielleicht wissen müssten, ist es für uns schwierig. Wenn wir um etwas beten, was wirklich dringend ist und es hat noch eine Woche Zeit und wir beten jetzt unmittelbar sofort auf den Knien, nach eurer Erfahrung offenbart sich doch Gott sofort, wenn ihr aufgestanden seid, oder? Nein, noch eine Woche haben, offenbart er sich nicht am nächsten Tag, nicht am zweiten Tag, nicht am, Tag, nicht am dritten Tag, warum auch nicht am vierten Tag, um unser Vertrauen zu stärken, um unser Glauben zu stärken. Wenn ich selbst jetzt noch in der Lage bin, dein Gebet zu beantworten, obwohl es schon immer aussichtsloser scheint, wird dein Vertrauen auch gestärkt. Fünfte Tag immer noch keine Antwort, sechster Tag keine Antwort und in der letzten Minute am siebten Tag offenbart er sich. Auch das ist ein göttliches Muster, was wir, denke ich, alle schon beobachten dürften. Und warum macht er dies Nummer eins, wie eben gesagt? Um unser Glauben zu stärken, unser Vertrauen zu trainieren. Es muss zur Gewohnheit werden. Und wenn wir die kleine Prüfung mit Gottes Willen bestanden haben und auch Geduld gelernt haben, Geduld der Heiligen, wozu sind wir dann gewaffnet? Für die nächstgrößere Prüfung. Und wenn wir selbst die bestehen, weil wir schon ein bisschen gewachsen sind und der Glaube zugenommen hat, wofür sind wir jetzt gewaffnet? Für die nächstgrößere Prüfung. Und für die nächstgrößere Prüfung, weil am Ende eine Prüfung über Gottes Volk kommt. Und heute möchte er uns stärken im Vertrauen, dass wir diese Prüfung, dieses Werk, das Gott mit seinem Volk vorgesehen hat, imstande sind zu bestehen. Demnach fassen wir zusammen. Im Vortrag, der letzte Aufruf, was haben wir heute gelernt? Wie lässt sich das, was wir alles ausgemalt haben, in einem Satz ausdrücken. Erst werden wir so detailliert und jetzt müssen wir alles zusammensammeln. Das, was wir heute gelernt haben, in Bezug zum letzten Aufruf, ist, wir sollten Gott helfen, für uns die Türen zu öffnen. Ja, wir haben gesehen, es gibt Ausnahmen und wir haben die Ausnahmen sogar benannt. Wir haben fünf Ausnahmen gesehen für die Zeit nach dem Sonntagsgesetz. Und wir haben sogar fünf Ausnahmen gesehen für die Zeit nach dem Todeserlass, für die Zeit, wenn die Gnadenzeit geschlossen ist. Aber Gott ist mehr als willig, uns heute zu helfen, wenn wir die ersten Schritte machen. Demnach lasst uns im Vertrauen vorangehen. Manche werden sagen: Gott hat mich nie aufs Land geführt. Gott hat mich nie hier aus der Stadt herausgeführt. Warum? Weil sie nie die ersten Schritte gemacht haben. Und sie werden ihr Leben lang der festen Überzeugung gewesen sein, dass sie zu den Ausnahmen gehörten. Sie werden ihr Leben lang der Überzeugung gewesen sein, dass Gott für sie nie die Türen geöffnet hat, weil sie nie erste Schritte gegangen sind. Aber die Lektion des Glaubens lehrt, Erst wenn wir den ersten Schritt im Glauben gehen, dann wird Gott Wunder wirken. Und Elmer schreibt: Berge von Schwierigkeiten werden vor unseren Augen verschwinden. Glauben wir dies, liebe Geschwister? Vielen Dank dafür. Amen. Lasst uns niederknien zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank. Für die Offenbarung, die du uns gibst, für dein Wort, durch welches wir dich kennenlernen dürfen, für all die Vorhersagen, die du uns gegeben hast, für die Liebe, die wir erkennen dürfen in deiner Führung und in deiner Vorsehung in unserem Leben, damit du uns überhaupt zu dir gezogen hast, dass du uns überhaupt zu deiner Seite geführt hast, uns aus der Welt herausgeholt hast und dieses kostbare Licht gegeben hast, auf das wir auch Hoffnung auf ein ewiges Leben ohne Leid und Geschrei und ohne Tod und ohne Krankheiten haben dürfen. Vielen Dank, dass dein größter sehnlichster Wunsch in diesen letzten Tagen wirklich die Errettung eines jeden einzelnen Menschen ist und dass wir wissen dürfen, dass du, wenn nur einer dieser Menschen, der auf dieser Welt jemals gelebt hat, sich zu dir bekehren würde, dass du für diesen einen Menschen gestorben wärst. Es gibt kaum eine größere Offenbarung deiner Liebe. Vielen Dank für dieses Vorrecht. Vielen Dank, dass auch wenn diese Welt gefallen ist und diese Welt im Universum in Quarantäne gehen musste und wir dieses verlorene Schaf von den 100 Schafen sind, du dennoch einen Plan hast, mit dem du diese Quarantäne wieder aufheben möchtest und deine Kinder, mit dir vereinigen möchtest. Im Namen Jesu Christi. Amen.